Ja, ihr Lieben, ich muss so sagen, als ich den Ausführungen unserer Brüder lauschte in diesen Tagen, da erinnerte ich mich an ein Gespräch vor etwa 45 Jahren. Ich war damals so in den Anfang 20er und da hatten wir einen Reisebruder bei uns zu Hause und er erzählte Folgendes. Martin, ich will dir mal von zwei Brüdern erzählen, die hintereinander in einer Versammlung waren, so nannten wir unsere Gemeinden, sonntags am Wort diente, das war das, was wir heute predigen, nennen oder Zeugnis geben. Und sie dienten also, sie predigten an zwei Sonntagen hintereinander. Als der erste abreiste, sagten die Geschwister, was können wir Gott danken, dass wir noch solche Brüder haben. Als der zweite abreiste, sagten die Geschwister, was können wir Gott danken, dass wir einen solchen Herrn haben. Und ich muss sagen, auch gerade das Lied, das wir gesungen haben, geht in diese Richtung. Und das ist mein Gebet für mich selber wie auch für uns alle, dass wenn wir an diese Konferenz zurückdenken, wir nicht in erster Linie an bestimmte Personen denken, die wunderbare Vorträge gehalten haben, sehr zu Herzen gehend, wenigstens kann ich das von mir sagen, im Hinblick auf die Dienste, die wir hier hören durften, sondern dass wir in erster Linie an den Herrn denken und neu ahnen, wer unser Herr Jesus Christus ist. Und ich möchte auch versuchen, in der Zeit, die mir noch zur Verfügung steht, heute Morgen zu diesem Thema Konsequenzen des Glaubens deutlich zu machen, dass all das, was wir jetzt in Hebräer 13 finden, an Ermahnungen und Ermunterungen, der Zuspruch Gottes und der Anspruch Gottes wird ja beides in diesem Kapitel, wie auch in dem vorigen, schon deutlich gemacht, dass wir bei jedem Anspruch immer wieder den Blick auf Jesus tun. Hinschauend auf Jesus, haben wir gerade gehört. Und erkennen, in ihm ist die Kraft und auch die Motivation letzten Endes, dass wir wirklich mit aller Entschiedenheit, so wie wir es eben hörten von Wolfgang Bühne, in der Kampfbahn des Glaubens laufen. Und ich muss sagen, dass mich auch das sehr angenehm berührt hat, das Thema in unseren Gebetszeiten morgens, wo unser Bruder ja diese 12 Lasst uns aus dem Hebräerbrief zusammengefasst hat. Sehr empfehlenswert, dieses Blatt auch mitzunehmen. Wenn da noch mehr Interesse ist, wird Kurt Philipp in diesem Fall uns sicher noch einige Kopien zur Verfügung stellen können, wo im Grunde ja mein Thema schon enthalten ist. In diesen 12 Lasst uns. Und was mir aufgefallen ist, und das möchte ich versuchen, jetzt auch in einigen Worten noch einmal uns vorzustellen, dass diese Aufforderungen nicht gleichmäßig über den Hebräerbrief verteilt sind, sondern an einigen Stellen sich verdichten. Und wenn wir da genau hinschauen, werden wir auch merken, warum das so ist. Und dann kommen wir auch zu diesem zweiten Anliegen der Konferenz, nämlich neben dem ersten und wichtigsten, Jesus groß zu machen, ihn zu zeigen, wie er uns in diesem großartigen Brief vorgestellt wird, dann daraus auch die Schlussfolgerung zu ziehen, für einen solchen Herrn, der sich so eingesetzt hat, wir denken an sein Opfer, der sich auch jetzt immer noch für uns verwendet, als hoher Priester, für einen solchen Herrn, doch mit der ganzen Hingabe unseres Lebens zu dienen, ihm zur Verfügung zu stehen. Und ich lese als Eingang noch aus Kapitel 12, eins dieser Lasst uns.
Kapitel 12, Vers 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Eine ganz großartige Kombination. Und natürlich auch schon in gewisser Weise ein Rückblick auf das, was vorher entwickelt worden ist unter der Leitung des Heiligen Geistes. Diese Hinführung in dieses unerschütterliche Reich, weil der Herr dieses Reiches der ist, der uns einige Verse dann später vorgestellt wird. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn ich noch einmal daran erinnern darf, an die Situation, in die hinein der Hebräerbrief ursprünglich geschrieben wurde. Da waren diese Judenchristen, kann man sagen. Ich will da jetzt nicht auf die einzelnen Ausdrücke eingehen, ist auch nicht so entscheidend. Auf jeden Fall Menschen, die zum Glauben gekommen waren, einige echt, bei anderen war es nicht so ganz sicher. Deswegen gibt es eben auch einige Hinweise, worauf wir zu achten haben, im Hinblick auf die Wiedergeburt und das neue Leben, auf die wir nicht so stark eingegangen sind in diesen Tagen. Aber sie waren jetzt Christen und hatten eigentlich nichts Festes in der Hand. Das war mehr oder weniger alles unsichtbar. Waren das nur Fantastereien, Einbildung? Leute, die eine rege Fantasie haben. Oder war das die Wirklichkeit? Und war das Neue, was sie aufgenommen hatten? War das etwas, was das Alte sozusagen madig machte? Ging man so vor im christlichen Glauben, dass man sagte, das Alte hatte überhaupt keinen Wert, wie das heute oft geschieht, wenn etwas Neues eingeführt wird, das Alte, ach, der Plunder, weg damit. Nein, wir finden gerade in diesem Brief wirklich unterstrichen, können wir sagen, durch den Geist Gottes, dass das Alte, der alte Bund und alles, was damit zusammengehörte, von ungeheurer Bedeutung war. Aber es war nicht das Endgültige. Es war das Vorläufige. Es war erforderlich, um das Neue einzuführen. Aber es hatte durchaus seinen Wert. Und dadurch wird das, was dann über den Herrn gesagt wird in diesem Brief, noch viel bedeutsamer. Es geht nicht um etwas Schlechtes, was durch das Gute abgelöst wird, sondern es geht um etwas Gutes, was durch etwas Besseres abgelöst wird. Das Alte war nicht schlecht. Aber es war noch nicht die Verheißung. Und wenn wir das so sehen, ich finde auch für uns selber im Vorgehen mit Menschen, die wir zum Herrn führen möchten, müssen wir nicht alles madig machen. Aber wir müssen deutlich machen, wenn du Jesus hast, dann hast du die Antwort. Und das andere bringt nicht zum Ziel. Und dann werden die Engel aufgezeigt. Welche Bedeutung hatten die Engel im Judentum? Wir denken sicher an manche Geschichten. Oder an den Engel des Herrn. Wir wissen durch den Propheten Sacharja und andere Stellen, dass es der Herr selber war. Wenn Gott mit den Menschen in Verbindung trat, dann durch seinen Sohn. Im Alten Testament als Engel des Herrn bezeichnet. Welch eine Rolle spielten sie? Und der Hebräerbrief sagt, jawohl! Dienstbare Geister, Herrschaften. Aber zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Und dann Abraham, Mose, dieser Gigant des alten Bundes. Da sind wir doch alle Zwerge dagegen, wenn wir uns damit vergleichen. Was dieser Mann, ich sage es mit menschlichen Worten, geleistet hat, diesen Einsatz, diese Demut.
Die Bereitschaft, sogar verflucht zu werden, nur damit Gott das Volk Israel nicht vertilgt. Wunderbarer Hinweis auf den Herrn, den endgültigen Stellvertreter. Gott konnte Mose nicht als Stellvertreter annehmen, weil er selber ein Sünder war. Mose war treu als Diener im Hause Gottes, heißt es in Kapitel 3. Aber der Sohn, Jesus, ist der Sohn im Haus. Unvergleichlich höher. Mose, der Liberator, der Befreier, der sie aus der Gefangenschaft herausführt bis ans gelobte Land. So hat der Herr herausgeführt aus der Gefangenschaft des Teufels. Und dann führt er hinein in das gelobte Land, in die wahre Ruhe, was Josua nicht vergönnt war. Unser Herr, der wahre Josua. Josua führte schon ins Land hinein, aber die Ruhe war ihm nicht vergönnt. Ständig Kämpfe. Und wir haben es gehört durch unseren Bruder Pflaum, die wahre Ruhe ist dem Volke Gottes noch aufbewahrt. Und dann die Priester. Ich muss sagen, mich hat das sehr bewegt, die Ausführung, die wir darüber hörten, weil mir persönlich das auch noch gar nicht so präsent war. Der Prophet, der König in den Evangelien, aber noch nicht der Priester. Und hier wird etwas entwickelt in einer Weise, wie es einfach einzigartig ist im Neuen Testament. Das hohe Priestertum unseres Herrn. Und das wird verglichen mit Aaron. Er ist unvergleichlich höher. Dann kommt dann diese geheimnisvolle Gestalt Melchisedeks ins Spiel. Wird verglichen mit dem Sohn Gottes. Und dann wird deutlich gemacht, das Priestertum Aarons schon deswegen vergänglich, weil immer irgendwann der Hohepriester starb und ein neuer kam. Und so ging's weiter. Aber unser Hohepriester ewig, ein für allemal, endgültig. Welch ein Wechsel. Und dann, auch darüber hörten wir ausführlich, dieser Hohepriester, unschuldig, zubereitet, um dann sich selbst zu opfern. Der Hohepriester ist auch das Opfer. Und ihr Lieben, wir erfahren es heute gerade im evangelikalen Lager und wir sind da auch gefordert im Malachi-Kreis, dass immer mehr Stimmen laut werden, die anzweifeln, ob das Blut erforderlich war. Ich kann mich an mein eigenes Theologiestudium erinnern, wie unsere Theologieprofessoren die Mundwinkel da so herabzogen und dann von dem Blut, von der Blutstheologie sprachen, von der Kreuzestheologie. Wie kann man nur so primitiv sein, sowas zu glauben? Und wie dann ihre Köpfe rot anschwellten vor Zorn, wenn man dann darauf hinwies, dass es keinen anderen Weg gab. Und dass gerade das Kreuz aufzeigt und das Blut aufzeigt. Und das wird im Hebräerbrief auch sehr deutlich in den Kapiteln 9 und 10. Wie schrecklich die Sünde in Gottes Augen ist. Das ist ja das Entscheidende. Warum dieser schmachvolle Tod? So sieht Gott die Sünde. Und deswegen glaube ich zu Recht, dass es gut war, dass wir eben in dieser zu Herzen gehenden Weise noch einmal daran erinnert wurden, wie wichtig es ist, dass wir die Bürde ablegen und die leicht umstringende Sünde, dass wir es ernst nehmen mit der Heiligkeit Gottes. So sehr wir uns über seine Liebe freuen, und das wird uns jetzt auch noch beschäftigen in den nächsten Versen, auch das andere nicht vergessen. Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass im nächsten Vers, man fragt sich zunächst, wieso gehört er überhaupt dahin? Ist das eigentlich folgerichtig?
Nachdem wir gelesen haben, dass wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da ist das unerschütterliche Reich, das der Herr uns geschaffen hat. Die Wohnungen im Vaterhaus. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das Reich, das nie vergehen wird. Und wir an seiner Seite als seine Brautgemeinde dort herrschen werden in alle Ewigkeit. Alles mit ihm teilen werden. Ach, ich rede ja sehr gerne über die Zukunft. Hätte ich noch viel lieber getan als dieses Thema. Aber auch hier kommt es noch hinein. Dieses unerschütterliche Reich. Und manchmal denke ich, das hört sich fast an wie ein Märchen, was man da erzählt. Man kann es kaum glauben. Aber ich kenne kein Märchen, was so herrlich ist, so großartig, so überströmend und wirklich überwältigend, wie das, was die Bibel über unsere Zukunft sagt. Wir werden es selber erleben, sofern wir wirklich im lebendigen Glauben an Jesus Christus stehen. Und wie wir dazu kommen, darüber hatten wir auch gehört. Aber diesem Gott dienen, in dem Bewusstsein, er hat alles wohlgemacht. Und er hat uns alles gegeben in der Wiedergeburt, damit wir fähig sind, ihm so zu dienen. Er gibt uns die Kraft. Das, was das Gesetz nicht geben konnte, gibt uns die Gnade. Das Evangelium, der Herr selber durch seinen in uns wohnenden Heiligen Geist. Aber während wir ihm dienen, wollen wir daran denken, er, der Gott allen Trostes, der Gott der Barmherzigkeit, der Gott der Liebe, der uns so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat, ist auch der Gott des Lichtes, der Heiligkeit, der Gott, der Sünde nicht sehen kann. In der liberalen Theologie zumindest macht man einen Unterschied unter dem Gott, zwischen dem Gott des Alten Testamentes und dem Gott des Neuen Testamentes. Und man erzählt dort, der Gott des Alten Testamentes ein rachsüchtiger Gott. Da gibt es überhaupt gar keine Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Aber ich habe mich auch immer gewundert, wie wenig die Theologen überhaupt die Bibel kannten. Die kannten alles Mögliche, aber aus der Bibel recht wenig. Hätten sie die mehr studiert, hätten sie gewusst, dass auch im Alten Testament die Liebe Gottes hervorstrahlt und dass seine Barmherzigkeit, seine Vergebung besungen wird. Psalm 32 zum Beispiel. Glückselig der Mensch, dem die Sünden vergeben sind und dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. Übrigens, wenn ich zitiere nach der Elberfelder Übersetzung. Sind zwei Brüder aus der Brüderbewegung, die jetzt zum Schluss gesprochen haben. Die anderen waren teilweise auch woanders. Wir sind ja ganz gemischt hier in dieser Versammlung. Und das spielt sich auch in den Rednern wieder. Aber ihr habt gemerkt, wir haben alle denselben Geist und dasselbe Ziel. Und das ist das Wunderschöne, gerade auf diesen Konferenzen, dass Christen merken, wir gehören zusammen. Und bei wahren Christen, auch echten Theologen, die wirklich den Heiligen Geist hatten, ist das überhaupt keine Frage. Der innere Zusammenhang von Altem und Neuem Testament. Das gehört zusammen. Der Gott des Alten Testamentes ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und im Neuen Testament finden wir nicht nur die Liebe Gottes, wir finden auch die Heiligkeit Gottes. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und viele andere Stellen. Und auch hier wird es deutlich, wenn wir Gott dienen, wollen wir nicht leichtfertig mit der Sünde spielen. Aber auch an dieser Stelle wird deutlich, wenn wir ermahnt werden, gewisse Dinge zu lassen, ermuntert werden, andere Dinge anzuziehen, Kolosser 3 zum Beispiel, dann wird es sehr, sehr deutlich, wir können es nur, wenn wir diese enge Verbindung zum Herrn hin pflegen. Wenn er uns täglich begleitet,
nicht nur die stille Zeit am Morgen, so wichtig das sein mag, aber den ganzen Tag über im Gespräch mit ihm, alles, was uns bewegt, dürfen wir ihm sagen. Wenn ich am Steuer sitze, ich bete öfters, schließe dabei nicht die Augen, könnt ihr euch vorstellen, aber das Gespräch mit Jesus, Freud und Leid, auch nicht nur die Not, die uns treibt, sondern auch die Dankbarkeit, gibt uns Zuversicht für die Zukunft. Und das werden wir gleich noch sehen. Aber es ist derselbe Gott, der im Dornbusch dem Mose erschien und ihm sagte, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Aber es ist unser Vater. Und er ist es, der auch darum weiß, dass wir als Menschen vielen Versuchungen ausgesetzt sind. Das ist einer der Gründe, warum er seinen Sohn sandte, damit er Mitleid haben kann, auch mit unseren Schwachheiten, allerdings nicht mit der Sünde. Dafür hat er den Preis gezahlt. Die nimmt er weg, aber auch mit unseren Schwachheiten. Wenn der eine oder andere von uns mal einnicken sollte hier auf der Konferenz, dann ist das so ein Zeichen von Schwachheit. Das würde ich nicht unbedingt als Sünde bezeichnen. Es sei denn, er hätte die Nacht irgendwie nicht so verbracht, wie es sein sollte. Aber wir werden noch müde, wir werden schwach. Manche anderen Dinge. Der Herr hat Mitleid. Er hat auch diese Dinge selber erfahren. Und er stärkt uns. Und er macht uns immer wieder deutlich, in mir hast du die Kraft. Auch die Überwinderkraft. Auch Nein zu sagen zu der Versuchung. Frei zu werden von der Gebundenheit. Das ist möglich. Und manchmal dauert es Jahre, ich spreche auch von mir, bis wirklich der Sieg errungen ist. Und wir wissen alle, dass sündlos wir hier nie werden. Trotzdem glaube ich, dass man das so sagen kann, dass der Sieg im Leben eines Christen zunehmen sollte und die Niederlagen weniger werden. Davon bin ich zutiefst von überzeugt. In einem normalen Christenleben. Römer 6 macht es so deutlich. Wir sind befreit von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Für einen Gläubigen ist die Sünde ein Eisenbahnunfall. Ihr kennt das Bild mit Schwein und Schaf, wenn sie in eine Pfütze fallen. Das Schaf kann sich auch dreckig machen. Aber es bleibt nicht drin. Das fühlt sich unwohl. Der Gläubige kann sündigen, er kann aber niemals glücklich in der Sünde leben. Wenn ein Mensch in der Sünde lebt und es macht ihm nichts aus, dann kann der mir 100-mal erzählen, dass er sich irgendwo im Zelt bekehrt hat, ein Gebet nachgesprochen hat. Ich sage ihm, so wie du lebst, nimm ich dir das einfach nicht ab. Ich sage noch einmal, wir können in die gröbsten Sünden hineinfallen, aber wir werden da nicht bleiben. Der Heilige Geist wird uns so unruhig machen, so traurig machen, dass wir das tun, was Johannes schreibt, unsere Sünden bekennen und die Reinigung erleben. Wir wollen wieder raus, denn wir sind die Schafe des guten Hirten. Darauf kommt der Schreiber am Schluss noch zu sprechen. Das Schwein, das fühlt sich wohl. Da lachen meine lieben Afrikaner auch von einem Ohr zum anderen. Das ist ganz klar, das ist ein Lebenselement. Aber dazu gehören wir nicht mehr, Gott sei Dank. Er gibt in uns die Kraft hinein. Wir sind befreit von der Macht der Sünde, aber wir sind noch nicht befreit von der Gegenwart der Sünde. Mit der Gegenwart der Sünde haben wir zu tun bis an unser Lebensende und dann sind wir endgültig frei. Und darauf dürfen wir uns freuen. Tja, und seht, jetzt kommen die kurzen Ermahnungen. Wie heißt es? Die Bruderliebe bleibe. Auch interessant. Er sagt nicht, reizt euch an zur Bruderliebe, strengt euch an, dass ihr die Brüder lieben könnt. Und die Schwestern haben nichts dagegen, wenn wir sie mit einschließen. Ja, weil einige schon ein bisschen traurig gucken. Ja, alle Bruderliebe, Schwesterliebe. Wir sind füreinander da.
Johannes erklärt es. Das ist ein Zeichen der Gotteskindschaft. Ich werde nicht erst zum Gotteskind, indem ich anfange, die Brüder zu lieben, sondern weil ich ein Gotteskind bin, liebe ich die Brüder. Und da geht es nicht nur um das Gefühl, obwohl ich auch meine, auch das Gefühl sollten wir da nicht unterbewerten. Wenn wir die Brüder lieben, haben wir auch gute Gefühle für sie. Aber es geht um die Liebestat, um das gute Werk. Es geht darum, dass ich dem anderen das gebe, was er braucht, die Bedürfnisse des anderen erforschen, um sie dann zu stillen zu suchen. Das ist Bruderliebe. Und das ist automatisch gegeben in der Wiedergeburt. Paulus schreibt es im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Keine homöopathische Verdünnung. Ausgegossen in unsere Herzen. Sie ist da. Manchmal ist sie verschüttet, wenn wir in Sünde fallen und diese Dinge nicht sofort klären, dann fangen wir an, uns zu isolieren, weil wir diese Sache vielleicht vertuschen wollen. Der andere soll es nicht wissen. Und wir ziehen uns zurück. Und ein Mensch, der sich zurückzieht, kann nicht mehr Gutes tun für die Brüder und für die Schwester. Da ist die Bruderliebe irgendwie in Gefahr, erstickt zu werden. Aber das ist ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn ich in Gemeinschaft mit dem Herrn bin, die Liebe zu Gott, die Liebe zu meinem Herrn, treibt mich zu den Geschwistern. Deswegen ist es auch immer unnormal, wenn Christen isoliert irgendwo leben und keine Anstrengungen unternehmen, irgendwo sich in eine Gemeinde einzubringen. Das ist nicht normal. Es gibt ja einige unter uns, die recht einsam wohnen, weit und breit keine biblische Gemeinde. Ihr tut uns von Herzen leid. Das ist eine sehr, sehr schwere Situation. Aber scheut keinen Einsatz, Kinder Gottes zu finden. Da gibt es manche Möglichkeiten. Ich bin sicher, dass auch in eurer Gegend welche leben, die ihr noch nicht kennt. Dass ihr den Herrn bittet, solche Leute zu finden. Wir brauchen Gemeinschaft, damit wir Liebe den Brüdern und Schwestern gegenüber erweisen können. Also die Liebe ist da, sie soll ausgelebt werden. Nicht nur gelegentlich, sie bleibe, soll uns charakterisieren. Wo haben wir das letzte Mal, wir wollen ja in die Praxis kommen, einem Bruder, einer Schwester, unsere Gemeinde etwas Gutes getan? Wir können auch hier schon auf der Konferenz anfangen. Nur auf einer Konferenz ist das relativ einfach, weil man die nicht so gut kennt, ja. Aber jetzt in der nächsten Umgebung mit all den Macken, die wir ja alle so an uns haben, da dem anderen wirklich in der rechten Weise zu dienen, ist sehr viel schwerer. Aber wir wollen es uns vornehmen, als Chance zu zeigen, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen wirklich wohnt und uns vorwärts treibt. Und dass wir überwältigt sind von dem Einzigartigen, dem Unvergleichlichen, unserem Herrn Jesus Christus. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. Das ist ein Teil der Bruderliebe. Es gibt manche Geschwister, die lassen sich gerne einladen, aber sie kommen nie auf die Idee, auch mal andere einzuladen. Ich denke, es ist ein Geben und Nehmen. Und es gibt manche Geschwister, die laden ständig ein. Und die Kinder lernen von den Brüdern, die kommen, Reisebrüder, Missionare und so weiter, werden sie von Kindheit an angeleitet, sich mit den Dingen, die den Herrn betreffen, auseinanderzusetzen. Der Horizont wird erweitert. Gastfreundschaft ist auch für uns selbst von großem Wert. Und natürlich etwas Schönes für den anderen. Ja, ich habe das in Afrika mal erlebt, auf einer meiner Reisen. Da hat es sich rundgesprochen, dass ich gerne Hähnchen mit Pommes frites esse. Ich war 28 Tage unterwegs und habe 28 Hähnchen mit Pommes frites gegessen. Ich muss euch sagen, als die letzten Hähnchen kamen, da hatte ich Mühe, ein fröhliches Gesicht zu machen.
Und trotzdem, ich habe es geschafft. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Ich habe bei mir gedacht, wie schaffen die das? Im Urwald Pommes frites. Mit den Hähnchen, das war mir klar, die liefen überall rum. Jetzt natürlich immer eins weniger, ja. Aber die Pommes frites, irgendwie haben die das geschafft. Und ich habe gesagt, was für eine Liebe. Die hätten mir ja auch ihr Fufu, so nennt man den Maniok da, der nach überhaupt nichts schmeckt, ja. Würde ich auch so ein Gesicht sehen, so ähnlich wie der Wolfgang gestern. Hätten sie ja auch anbieten können. Ich meine, das esse ich natürlich auch, ist ja klar. Aber sie wollten dem Missionar eine Freude machen und scheuten keine Mühe. Hier natürlich die Empfänger, die dachten, die wussten sofort, an wen da gedacht wurde, an Abraham, ne? Mit den drei Engeln, wovon einer dann der Herr selber war. Und ihr Lieben, wer oft Gastfreundschaft übt, der hat wahrscheinlich manchmal gesagt, das war wirklich ein Engel. Ja, das war noch mehr als ein Engel. Ein Kind Gottes ist mehr als ein Engel. Was den Wert vor Gott angeht, dass wir das auch wieder so sehen. Und in dem Bruder, in der Schwester das Bild Christi entdecken. Und wenn das manchmal schwierig ist, weil es einfach zu viel Macken gibt oder wir eben so besonders eine Begabung haben, sie zu entdecken, dann sollten wir daran denken, welche Möglichkeiten der Herr noch hier hat. Er ist ja noch nicht zum Ende gekommen, auch noch nicht bei mir. Was kann er aus dieser Person noch alles machen? Und wir lernen wunderbar, auf diese Art und Weise, uns gegenseitig anzunehmen und auch in dem anderen die Möglichkeiten zu entdecken, die der Herr hineingelegt hat, von denen einiges schon Wirklichkeit geworden ist, das andere noch kommen wird. Gedenke der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden als solche, die auch selbst im Leibe sind. Tja, das haben wir oft gesagt. Und hier steht es nun direkt. Wer mit Körperbehinderung zu tun hat, mit Schwachheit der Gesundheit, mit vielen Krankheiten. Das sind die Personen, die am meisten Mitgefühl haben können mit solchen, die etwas Ähnliches getroffen hat. Und für solche unter uns, die noch ziemlich gesund sind, wenn das mal anfangen sollte für den einen oder anderen, und im Alter kommt es mit Garantie, dass wir uns daran erinnern, dass der Herr uns jetzt vorbereitet, falls wir nicht schon vorher das entsprechende Mitgefühl hatten für unsere Geschwister, dass wir jetzt einmal in diese Lage versetzt werden, denn spätestens danach werden wir ganz anders den Dienst am Kranken wahrnehmen können. Und der Gefangenen um Christi willen, um die geht es hier in erster Linie. Wie denken wir an sie? Man kann ihnen schreiben. Die Möglichkeit gibt es. Viele Gefängnisse öffnen sich auch. Man kann auch wunderbar mit unseren Emmaus-Bibelkursen in den Gefängnissen arbeiten. Viele Menschen kommen dazu glauben. Wenn ich in Afrika so ein Gefängnis aufsuche, dann erlebe ich immer die herrlichsten Männerchöre. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Da singen Schwerstverbrecher, die sind ja nicht alle um Christi willen im Gefängnis, das sind ja in der Regel wirklich Verbrecher, manchmal politisch Verfolgte, die im Gefängnis den Herrn gefunden haben. Und die haben jeden Tag Chorstunde. Was meint ihr, was die für tolle Gesänge zusammenbringen? Und ich muss sagen, wenn ich das dann höre, sie singen von Jesus, teilweise zum Tode verurteilt. Einer schrieb mir von Kamerun, vom Balmajor, Bruder Martin, wenn du diesen Brief bekommst, bin ich bereits bei Jesus. Ich werde morgen hingerichtet. Aber der war unschuldig. Und er sagt, ich danke dem Herrn, obwohl ich unschuldig bin, dass ich ins Gefängnis gekommen bin, denn hier habe ich ihn kennengelernt und ich gehe jetzt heim zu meinem Herrn. Ich kann euch sagen, da kommen mir manchmal die Tränen, wenn ich diese rauen Burschen sehe, die jetzt Jesus im Herzen haben. Das verändert, die Kraft des Evangeliums, das wirklich verändert. Und dann für sie beten, auch für die Ungläubigen, dass sie dann wirklich das Evangelium annehmen. Auch hier in Deutschland wird manches getan. In den Gefängnissen über Scheideweg,
Gefährdenhilfe, ihr Eberhard und viele andere mehr. Und wer da irgendwie ein Herz für Gefangene hat und das noch nicht bisher getan hat, nehmt mal Kontakt mit Eberhard Platte auf, der kann euch da Informationen geben und auch andere, wo man in der Nähe Menschen findet, die sich um solche Gefangenen kümmern. Aber im Gebet sollten wir alle dahinter stehen. Seht, und was mich hier so beschäftigt in diesen Dingen, die wir jetzt nicht alle einzeln durchgehen können, ist, dass der Kreis sich weitet. Es beginnt zunächst in der Bruderschaft. Das muss erst einmal stimmen. Wie kann ich das Evangelium nach außen bringen, wenn es ständig kracht in der eigenen Gemeinde? Eine Spaltung nach der anderen. Jeder will sich profilieren, die berühmte PN-Profil-Neurose. Ja. Aber wenn wir wirklich als Brüder und Schwestern zusammenstehen, wenn wir uns freuen können über die Gaben, die Gott dem anderen gegeben hat, wenn wir uns von Herzen freuen, dass der Herr den anderen gebraucht, vielleicht noch mehr als mich, dann, ihr Lieben, dann können wir hinausgehen. Dann hören die Leute zu, wenn wir zu ihnen reden, weil sie merken, das ist echt, das ist nicht aufgesetzt. Dieser Mensch, Mann oder Frau, hat etwas, was mir fehlt. Ja, aber der Heilige Geist macht deutlich, diese Heiligung, dieses Erfülltsein von dem Herrn, dieser Blick nach vorne und das Bewusstsein, Jesus ist mir ganz nah, geht bis in die Ehe hinein. Bis in die Ehe hinein. Das ist also ein Vers, hier in Vers 4, die Ehe sei ehrbar in allem, das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Da könnte man stundenlang jetzt etwas dazu sagen, wie diese Dinge auch in unsere Gemeinden hineinkommen. Und uns wirklich zu tiefer Trauer führt. Das ist so, wirklich so niederschmetternd. Was sich unter sogenannten Christen ereignet, auch in unseren Brüderkreisen zum Teil. Die 30, 40, 50 Jahre lang bekennen, Christ zu sein und plötzlich alles vergessen haben. Das interessiert sie gar nicht mehr. Die Liebe ist so überwältigend, das Gefühl, die sogenannte Liebe. Und dann finden wir, und ich glaube, dass das auch ungeheuer wichtig ist für das Funktionieren einer Gemeinde, wenn dann plötzlich Ehepaare auseinandergehen und heiraten wieder, einfach so lustig drauf los, dann gibt's immer eine ganze Reihe Geschwister, die auch noch Verständnis dafür haben. Unterstützen. Wie können wir dem abhelfen? Für den Fall, dass diese Personen wirklich wiedergeboren sind, müssen wir den Weg gehen, den der Hebräerbrief geht. Wir müssen ihnen Christus vorstellen. Und welch einen Preis er bezahlt hat, dieses schändliche Kreuz. Und dann dieser Person sagen oder diesen beiden, das interessiert euch nicht mehr. Eure Gefühle sind euch wichtiger. Als diesem Herrn zu gefallen, für ihn da zu sein. Der alles aufgegeben hat, alles aufgegeben, um dich und mich zu retten und zu einer neuen Kreatur zu machen, zu einem neuen Lebenswandel, zu einem neuen Lebensstil, zu einem missionarischen Lebensstil zu führen. Ihr Lieben, wenn die Sünde wieder attraktiv wird für uns, das ist immer ein Zeichen, dass der Herr nicht mehr die Mitte unseres Lebens ist. Dass unser Herz nicht mehr für Jesus brennt. Da stimmt irgendetwas nicht.
Und wir müssen erst wieder dafür sorgen, dass Jesus uns alles ist. Dann sehen wir auch die Sünde in ihrer ganzen Schändlichkeit, in ihrer Abscheulichkeit. Wir lernen, die Sünde zu verabscheuen, zu hassen. Wie lernten wir das als kleine Kinder? Ihr habt es vielleicht auch gelernt. Im Hinblick auf Bekehrung und Heiligung. Sünde erkennen, bekennen, hassen und lassen. In dieser Reihenfolge. Hassen und lassen. Wenn ich lerne, die Sünde zu hassen, dann habe ich auch die Kraft, sie zu lassen. Ich muss sie verabscheuen. Ich muss einen inneren Ekel empfinden angesichts der Sünde. Wobei wir sicher, die Älteren auch sagen werden, dass wir früher manches getan haben, was wir heute nicht mehr tun, was wir früher gar nicht als Sünde erkannt haben. Aber in dem Maße, wie der Herr uns die Augen öffnet, und bei der Bekehrung erkennen wir nur einen ganz kleinen, gerade nur die Spitze des Eisbergs, aber in dem Maße, wie der Herr uns die Augen öffnet, dass wir auch sagen, das, was ich neu erkannt habe, was dem Herrn traurig macht, ich sage es mal ganz einfach, dass wir es auch unseren Kindern so weitergeben können, das will ich mit seiner Hilfe lassen. Und vielleicht muss ich beten und fasten, bis es wirklich zum Durchbruch kommt. Das Leben mit dem Herrn ist kein Kinderspiel und kein Spaziergang. Wir haben es eben gehört, ein Marathonlauf und jede Bürde ablegen. Ach, meine. Also ich habe meine Zeit schon vorbei. Gestatte mir noch 3 Minuten. Was ich noch sagen wollte, jetzt wird's nur ganz kurz. Das ist ein Nachteil, weil hier keine Uhr hängt. Ja, wenn wir jetzt weiterlesen, dann werden wir merken, im zweiten Teil dieses Kapitels kommen dann Ermahnungen. Lasst uns zu ihm hinausgehen. Darüber wollte ich eigentlich gerne noch etwas sagen, aber jetzt ist die Zeit schon vorbei. Und dazwischen kommt, Jesus Christus ist derselbe. Und das finde ich so ein großartiges Wort, weil es deutlich macht, gestern, das, was wir vorher gehört haben, gelesen haben, jawohl, gilt auch für uns heute noch. Und es gilt in alle Ewigkeit, er ändert sich nicht, auf ihn ist Verlass. Und weil wir einen so wunderbaren Herrn haben, der selber den Platz der Schande eingenommen hat, dürfen wir, sollen wir und können wir zu ihm hinausgehen, seine Schmach tragen. Das gilt nicht für den Himmel. Da teilen wir die Herrlichkeit mit ihm. Das gilt für diese Zeit. Außerhalb des Lagers kann man einiges zu sagen, fehlt jetzt die Zeit. Aber entscheidend ist bei ihm. Es geht nicht nur um Absonderung von der Sünde und wir irren ziellos daher. Es geht darum, ich sage mal ein Wort, was es eigentlich im Deutschen nicht gibt, Hinsonderung zu dem Herrn, Hingabe an den Herrn. Es geht um seine Gemeinschaft, hinausgehen zu ihm, da wo er ist, wo er geschmäht wird. Und wie wird er geschmäht heute in der Christenheit? Da gibt es so viele Gelegenheiten. Und ihr Lieben, wenn man uns schmäht als Fundamentalisten, dann wollen wir das als einen Ehrentitel tragen, dass wir wirklich festhalten an jedem Wort der Bibel. Und dass wir festhalten, unser Herr ist wirklich Gott, gepriesen in Ewigkeit und wahrer Mensch, der als solcher die Frage der Schuld ein für allemal erledigt hat. Für die, die an ihn glauben. Das Wort ist zuverlässig und allein durch die Gnade sind wir gerettet, nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott, die Jesus Christus in uns bereitet hat, damit wir zu seiner Ehre wandeln. Und am Ende ist davon die Rede, der Gott des Friedens, von dem großen Hirten, den aus dem Tode herausgeführt hat, und auch uns aus dem Tode erwecken wird, falls wir noch sterben sollten, oder entrücken wird, falls er nächster Zeit wiederkommt, was auch möglich sein könnte. Viele Kinder Gottes warten darauf. Zu sich holen wird, er ist der Erstgeborene vieler Brüder. Und so wie Gott ihn auferweckt hat, wird er alle, die ihm vertrauen, auferwecken
und zu sich führen. Und das soll unsere Hoffnung sein. Das ist unser Ziel. Das ist unsere Motivation, weil wir einen so wunderbaren Herrn haben, der so Großartiges für uns getan hat, was wir gar nicht in Worte fassen können. Und es ist derselbe Herr, der uns abholen wird. Als Rebekka ihrem Isaak begegnete, da war sie noch unterwegs. Und da kommt der Isaak, verlässt das Zelt seiner Mutter und geht ihr entgegen. So wird unser Herr uns entgegenkommen in die Wolken, in die Luft, um uns zu sich zu holen. Und als Rebekka von dem Knecht hört, das ist mein Herr, da wirft sie sich von ihrem Kamel, bedeckt ihr Haupt und ist nur noch für ihn da. Nur noch für ihn. Ihr Lieben, wenn der Herr uns abholt, braucht keiner dem anderen sagen, wer der Herr ist. Es kann ja sein, dass auch noch Engel dabei sind, wissen wir nicht genau. Aber wir alle wissen, wer unser Herr ist, weil wir jetzt vorbereitet werden, damit wir ihn erkennen. Und wir dürfen auf immer bei ihm sein. Ihr Lieben, wir haben wirklich Grund, dankbar zu sein. Und weil es so ist, deswegen wollen wir mit aller Entschiedenheit, mit allem Ernst ihm folgen und uns der Sünde für tot halten. Amen.